Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Buchfilmvergleich, heute Our Tales and More. Heute geht es für mich um eine wahre Herzensangelegenheit, wo ich einfach mal dachte, irgendwie habe ich noch nie einen Buchfilmvergleich dazu gesehen. Und da dachte ich mir, Mann, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wäre es wahrscheinlich auch mal richtig interessant zu wissen und die sich vielleicht auch noch nicht an den Film rangetraut haben. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Heute geht es um Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Buch oder Film. Am Anfang gesagt, worum geht es in Das Schicksal ist ein mieser Verräter? Es geht um unsere Protagonistin Hazel Grace Lancaster, die leider an Krebs erkrankt ist und ihr Leben nur noch mit einem Sauerstoffgerät führen kann und sie weiß auch nicht mehr, wie lange sie das kann. Ihre Mutter schleppt sie dann in eine Selbsthilfegruppe, was sie jetzt nicht ganz so toll findet, bis sie dort auf Gus trifft. Und Gus hat durch eine Beinamputation seinen Krebsanfall überlebt und die beiden kommen ins Gespräch und was dann alles noch passiert, da müsst ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Jetzt aber trotzdem nochmal, wie hat mir das Buch gefallen? Ich weiß nicht, wenn man es nicht weiß. Ich liebe dieses Buch, es ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich finde, dieses Buch ist ein ganz, ganz tolles Buch, weil es sehr, sehr einfühlsam daherkommt, weil es auch einfach unglaublich viele poetische Stellen hat. Es hat Zitate, wohin das Auge reicht, und das ist wirklich eine große Bereicherung gewesen für mich, dieses Buch damals zu lesen. Und das lese ich auch eigentlich fast jedes Jahr wieder, weil es einfach so ein ganz, 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 ganz tolles Buch ist, was mir einfach unglaublich gut gefällt und wo ich einfach auch sagen muss, dass John Green dadurch zu einem meiner absoluten Lieblingsautoren geworden ist. Und es ist ein Buch, wo man einfach heulen kann, wo man aber auch lachen kann, wo man die schönen und die traurigen Seiten des Lebens kennenlernt und was einfach ein ganz, ganz tolles Buch ist. Und ich würde auch sagen, für jeden, der noch nicht viel gelesen hat oder eben einfach nicht so gerne liest, dass er auf jeden Fall mal einen Blick auf dieses Buch werfen sollte, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr es noch nicht gelesen haben solltet, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil ich liebe, liebe, liebe dieses Buch und ich habe ihm auch absolut verdiente 5 Sterne von 5 Sternen gegeben, weil es einfach ein ganz, ganz großes Herzensbuch von mir ist. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie fand ich eigentlich den Film. Ich muss ja gestehen, ich war damals im Kino, als der rauskam, und ich habe auch erst das Buch, so ich glaube eine Woche vor Kinostart gelesen und war dann im Kino und hatte natürlich riesige Erwartungen, weil ich das Buch so absolut geliebt habe. Aber ich muss sagen, das im Kino fand ich den Film jetzt nicht so bombastisch. Ich fand die damals natürlich schon wunderschön, aber irgendwie hat es mir total was genommen, dass diese Menschen alle um mich rum waren und das ist irgendwie sowas Persönliches da weggenommen hat, weil es eigentlich ein sehr, sehr persönlicher Film ist, finde ich. Es ist ein sehr, sehr intimer Film, mit dem man auch sehr, sehr viele Momente teilt, der für mich auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Film war. Aber im Kino damals dachte ich mir so, oh, ich will jetzt gerne Emotionen zeigen oder sowas, aber da sind so viele Leute um mich rum und deswegen hat es damals ein bisschen was für mich zerstört. Aber ich habe diesen Film natürlich bis jetzt, glaube ich, 30, 40 Mal gesehen seitdem. Also seit 2014. Oh Gott, das sind schon wieder 4 Jahre her. Aber ich habe den so, so oft gesehen und ich liebe diesen Film und ich finde den einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig toll. Jetzt kommen wir aber zur Frage, Buch oder Film? Ich finde, der Film hat das Buch wahnsinnig gut umgesetzt. Ich finde, der Film ist wirklich das Buch. Also man hat jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass da viel verändert wurde, dass da viel dazu gedichtet oder umgeschrieben wurde. Und ich finde, das ist auch das Tolle bei dieser Geschichte, weil es einfach auch nicht viel mehr braucht. Das Buch war schon wahnsinnig toll und der Film ist wahnsinnig toll und deswegen, es ist schwer, sich zu entscheiden. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das Buch ein Stück weit besser finde als den Film, aber ich habe keinen Grund dafür. Es ist einfach ein Gefühl in meinem Herzen, dass ich sage, das Buch, mit dem verbinde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und deswegen glaube ich, dass das Buch für mich so ein Tüpfelchen vorne liegt. Aber überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint, weil ich beides wirklich wahnsinnig toll finde. Und ich glaube auch, dass der Film meine absolute Lieblingsbuchverfilmung ist, neben Tribute von Panem natürlich. Und deswegen denke ich, dass man sich beides auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Falls ihr noch nicht diesen Film oder dieses Buch gelesen habt, dann tut es. Tut es bitte und genießt diesen Film, genießt dieses Buch. Haltet euch aber ein paar Taschentücher bereit, denn es wird sehr, sehr emotional. Und ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also eigentlich wollte ich eigentlich nur sagen, schaut diesen Film und lest dieses Buch rein, das einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Mir bedeutet sie sehr, sehr viel und ich hoffe, dass sie euch genauso viel bedeuten wird. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Schauen oder Lesen und einen wunderschönen Tag und ja, tschüss.